Ich habe da ja so meine Bedenken, ne? Hey. Hier, wo war das hier? Sozial. Daumen hoch. Achso, jetzt habe ich den Dingens. Okay. Was kommt jetzt? Daumen hoch. Die Läden schließen jetzt. So. Sozial. Folgen. Und du kommst jetzt mit. Ich habe da dennoch meine Bedenken, ne? Ich glaube fast, ich verpasse dann quasi die wirklich gute Quest. Oh ja, sehr gut. Diese arme Frau braucht meine volle Aufmerksamkeit. Mhm. Lasst uns bitte allein. Ich rufe euch, wenn ihr gebraucht werdet. Mhm. Okay. Versucht mehr über Tobi herauszufinden. Ja, der macht jetzt nicht auf. Da ist ein Keller. Aber auch hier haben wir leider nicht wirklich viel. Ich dachte jetzt kommen wir irgendwie ans... an die Geheimnisse von Tobi. Aber das ist nicht so. Hallo, guten Tag. Ihr seid also Tobis neuer Trottel. Er benutzt immer Tricks, damit sich Fremde für ihn die Hände schmutzig machen. Was war's? Wieder der Tempel? Er hat sicher mit einem angeblichen Bruder darüber geredet, in der Stadt aufräumen zu wollen und euch so dran gekriegt. Ihr solltet euch vor diesem Betrüger fernhalten. Jagt ihn aus der Stadt oder schlagt ihm den Kopf ab. Das würde hier einige freuen. Vor Wachen müsst ihr euch auch nicht fürchten. Klopft an Tobis Tür, bis er öffnet. Ich bin für alle. Prostituierte macht mir ständig Angebote. Warum nur? Sehe ich so bedürftig aus? Wie geht? Ich hab zu tun. Hast du nicht. Zum letzten Mal. Haut ab. Nö. Ich sagte... Ach, ihr seid es. Ich bin noch nicht fertig. Warum sucht ihr nicht nach... was brauche ich noch? Verarschen kann ich mich allein. Kann ich anknurren. Und weiter anknurren. Böse lachen. Wie lecker. Wie lecker. Ah, okay. Ist aber ein nettes Kompliment. Das Herz eines Löwen, nicht wahr? Ja, eindeutig. Das Herz eines Löwen. Juhu. Ich glaube, das nächste heilige Objekt ist... Sekunde. Wow. Hier, machen wir das hier. Ja, ja. Ja. Was haben wir noch? Eine Ohrfeige. Die hat, glaube ich, nicht getroffen. Machen wir gleich nochmal. Ich glaube, das ist nicht so toll. Genau. Ein Sack voll Gold. Nein, noch besser. Ein Diamant. Mhm. Ich versuche ihn hier irgendwie aus der Stadt zu vertreiben. Moment. Ich glaube, das ist halt eher schlecht als recht. Töten will ich ihn nicht. Aber das beeindruckt mich überhaupt nicht. Ah, okay. Ah, so funktioniert das. Okay. Also dann, legt mal los. Ah. Bitte warten. Bitte lasst mich leben. Ich verschwinde von hier. Bitte auch Zeit.
knurre. Okay. Toby wird niemanden mehr mit seinen Glaubensschwindeleien hereinlegen. Und das ist allein euer Verdienst. Okay. Ja, aber ich bin hier natürlich halt voll auf den Leim gegangen, ne? Aber gut. Ist halt so. Kannst du nichts machen, kannst du machen. Gucken zu. So, dann, Leute, lasst mich mal hier raus. Wir haben auch extra ihn nicht getötet. Das heißt, ne, wir waren jetzt nicht ein blutrünstiger Mörder. Sondern wir waren halt eigentlich nur nett. Selbst für meine Verhältnisse. So, da oben ist das Haus, wo wir die ganze Zeit hinwollen. Gucken wir uns hier mal ganz kurz außen ein bisschen um. Ich glaube, hier ist wirklich nicht so viel. Na, dann gehen wir mal rein. Hey, Kumpel. Habt ihr mit Reaver zu tun? Jo. Er ist hinten. Danke. Nette Villa. Oh, hallo ihr. Immer wieder schön, Gesellschaft zu bekommen. In mein Küstenparadies kommen nicht viele Besucher. Ihr müsst nach jemandem suchen. Und wer könnte das sein? Außer mir. Eine Berühmtheit euren Formats muss auch andere Koryphäen aufsuchen. Also wirklich. Ihr habt doch nicht geglaubt, dass man Luciens Turm entkommen und dann unbemerkt in meinem Reich rumlaufen kann. Ich weiß sogar, warum ihr hier seid. Ihr habt von meinen großen Fähigkeiten gehört und erwartet nun, dass ich euch bei einer vorschnellen Mission gegen Lucien unterstütze. Wie mache ich mich so? Aber es gibt ein kleines Problem. Ihr habt beeindruckende Dinge geleistet, aber leider nichts, was mir irgendwie genutzt hätte. Moment, vielleicht könnt ihr doch etwas für mich tun. Da ist etwas, das seinen rechtmäßigen Besitzern in Wraithmarsh zurückgegeben werden muss. Sie leben an einem Ort namens Schattenhof. Ich würde selbst gehen, aber ich und die Besitzer haben Probleme. Ah, ja. Obwohl meine Gefährten ihren Nutzen haben, sind sie nicht eben zuverlässig. Wie wäre es denn damit? Ihr erledigt diese Kleinigkeit für mich? Und dann helfe ich euch bei eurer Suche nach Rache oder Reichtümern oder was auch immer ihr so den ganzen Tag sucht. Das, was ich brauche, ist genau dort. Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr das kleine Kunstwerk? Aber was ist das? Hebt das Siegel auf. Weavers dunkles Siegel. Ihr haltet das Siegel und werdet von tiefer Furcht ergriffen. Es ist schwerer, als es aussieht, und seine Kanten schneiden euch in die Finger. So ein braver Junge. Kommt einfach zurück, wenn ihr es zum Schattenhof gebracht habt. Bis dann. Na, ich weiß ja nicht. Findet den Eigentümer des dunklen Siegels in Wraithmarsh. Wollt ihr mir wirklich weismachen, dass ich so ein komisches Gesicht... Oh. Der Schattenhof. Sie haben Oak Vale zerstört. In der Mitte von Wraithmarsh gibt es einen tiefen Brunnen aus Grabsteinen. Dort leben sie. Vorsicht! Hinter dieser Aufgabe steckt mehr, als Reaver dir sagt. Ja, natürlich. Reaver hat ja jetzt auch seinen Steinmeißler da erschossen. Auf ja, guten Tag. Ja, dann holt ihr mal den Preis. Ich töte euch, ich krieg Geld dafür. Ja, 50 Geld für... Ich hab ihn getötet. Klein viel macht auch Mist. Ja. Wie haltet ihr denn so aus? Ich frag ja nur. Ein zweiter Skizzenteil. Wenn man die beiden Teile aneinander hält und schielt, erkennt man eine große Krabbe. Ja, aber ich habe ja noch nicht mal einen ersten Skizzenteil. Hm.
Gut, gehen wir halt jetzt immer weiter, ne? Wir haben keine andere Wahl. Irgendwie zurück nach Weißmarsch. In voller Hoffnung, dass wir da auch hinkommen. Vernünftig natürlich. Ja, die Dämonentür, genau, wo wir Laute spielen müssen. Irgendwie. Oh, warte. Oh, warte. Vielleicht das auch mitgedrückt halten, wie beim anderen Zeug? Wunderbar. Macht weiter, bitte. Beendet das Lied mit Stil. So in etwa? Und jetzt das große Finale. Ob das so richtig war? Jetzt trefft die letzte Note. Jetzt der große Abschluss. Das ist immer noch nicht genug. Und jetzt das große Finale. Ah, okay. Du musst das wirklich bis zum Ende halt durchhalten und dann die Mitte treffen. Jetzt der große Abschluss. Jetzt trefft die letzte Note. Was soll ich denn noch machen? Ah, nee, doch. Ah, ja, bravo. Welch virtuose Darbietung. Ganz wundervoll. Okay, dann gehen wir mal rein. So, ja. A drücken und nicht einfach nur reinlaufen. Das Winterhaus. Ich bin's da, wenn auch. Was gibt's denn hier Feines? Kann ja mal fragen, ne? Dass sie gelohnt hat, so viel lauter zu spielen. Ich weiß ja nicht. Huch. Ach du Kacke. Okay, der ist krass. Vorher sah es hier noch bunt aus und einigermaßen vernünftig und jetzt hier, ne? Total trostlos. Das ist cool. Haben sie cool gemacht. Dann haben wir einmal oben eine Kiste. Meisterlanges Schwert. Schlechter als eure Meisterhammer. Ja, das, hey. Hier geht's noch nicht weiter raus, okay. Ja gut, dann, ja, ich habe ein Meisterschwert. Aber ist halt nichts gegen das Masterschwert von Zelda. Ne, wa? So. Ich habe mein Bestes versucht. Mein Bestes war zwar nicht viel wert, aber hey. So. Zurück nach Weißmarsch. Beziehungsweise. Guten Tag. Jo. Kaputt. Und was hat das jetzt gemacht? Die Stände sind jetzt geöffnet! Gab's jetzt hier noch weitere Dinge? Nee, ne? Hinten ist eine Tür offen. Ach, guck mal. Ein Silberschlüssel. Das ist ja nett.
Aber ich musste die Tür wohl anscheinend auch wirklich aufbrechen. Weil ich glaube, wir hatten mal letztes Mal angeklopft und da hat sich ja nichts getan. Naja, dann ist es so.